Hi, du da, vor dem Bildschirm. Du fragst dich jetzt vielleicht, was ist das hier? Warum quatscht die Alte? Was soll das? Und wo zum Teufel bleibt Project Zero? Diese Antwort kriegst du jetzt. Du hast dich das nicht gefragt. Gut, dann kriegst du jetzt keine Antwort, warum Project Zero jetzt nicht kommt anstatt dieses Video. Aber vielleicht kriegst du irgendwelche anderen Antworten aus diesem Video. Ja. Und damit würde ich sagen, fange ich doch auch mal an. Die Leute von euch, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, wissen vielleicht, dass ich ja schon öfter mal so ein Kanal-Info-Video hochgeladen habe, in dem ich meistens angekündigt habe, dass ich irgendwie ein bisschen kürzer treten will, um alles so ein bisschen unter einem Hut zu kriegen. Und also ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Entweder halte ich mich nicht lange genug daran, oder es ist einfach so, dass es immer noch nicht genug Zeit ist. Und hier sind wir nun schon wieder. Ich habe in den letzten Wochen ziemlich viel darüber nachgedacht, ob ich nicht tatsächlich den Kanal sogar aufgebe. Und kann mich mit dem Gedanken aber noch nicht ganz so anfreunden. Aber ein Fakt ist, ich brauche mehr Zeit für andere Dinge. Wie die einen oder anderen wissen, schreibe ich ja neben der Arbeit momentan an einem Buch und möchte mich generell auch, was das Schreiben betrifft, weiterentwickeln. Und finde dafür nicht die richtige Zeit, weil man kennt es ja selbst, ne? Man geht zur Arbeit, man macht den Haushalt. Dann möchte der Hund ja auch ein bisschen bespaßt werden über den ganzen Tag und man möchte auch ein bisschen einfach mal nur rumgammeln, mal zocken, ein bisschen seinen anderen Hobbys nachgehen. Aber ich möchte halt auch dem Hobby Schreiben nachgehen. Und ja, finde hier auf, wenn ich mich noch um YouTube kümmere, nicht so die Zeit dafür, die ich dafür gerne hätte. So. Und deswegen muss ich hier wirklich mal kürzer treten. Ich habe mir das jetzt schon öfter vorgenommen und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dann habe ich zwar das eine sein gelassen, aber habe dann wieder was Neues noch mit auf dem Kanal eingeführt und das funktioniert so halt leider nicht mehr. Aber ganz aufgeben den Kanal, na, ganz aufgeben möchte ich ihn halt auch nicht. Und deswegen ist mein Plan jetzt wie folgt, ne? Es gibt ja welche von euch, die gucken wirklich alles gerne, was ich hier mache, ob das jetzt der Dobby-Content ist oder ob das jetzt die Let's Plays sind. Da gibt es halt Leute, die gucken nur Dobby, gibt es Leute, die gucken nur Let's Plays, und dann gibt es Leute, die gucken alle naselang mal rein und dann gibt es auch Leute, die gucken gar nicht rein. Aber gut, für die Leute, die gar nicht reingucken, die kriegen auch dieses Video nicht mit. Und von daher war der Satz eigentlich total unnötig, aber naja, gut, okay. Wie ist jetzt mein Plan? Also, ich habe jetzt vor, es kommt ja momentan immer zweimal die Woche ein Video mit Madisso, was ein Survival-Game halt ist, denn zweimal die Woche ein Horror-Let's Play und einmal die Woche ein Dobby-Video. Und wenn ich mit Madisto das Survival-Let's Play beendet habe, also wir spielen ja momentan Sons of the Forest, und wenn das dann beendet ist, dann werde ich auf meinem Kanal zumindest keine Let's Play Together-Folgen mehr hochladen. So, das bedeutet, es könnte dann unter Umständen trotzdem sein, dass ich dann bei Madisto in den Videos noch zu sehen bin. Wer dann da auf jeden Fall vorbeigucken möchte, guckt gerne in die Sons of the Forest Videos. Da ist er mit verlinkt, da findet ihr definitiv seinen Kanal. Und ja, ansonsten könnte ich es hier im Abspann eigentlich auch mit verlinken. Da verlinke ich euch mal seine Sons of the Forest Playlist, falls ihr da den Kanal finden wollt. Und ja, so viel dann erstmal zu dem Thema. Dann ist dieses Kapitel auf dem Kanal hier zumindest beendet. Und was das Horror-Let's Play angeht, das wird weiterhin noch kommen, aber da wird sich auch etwas verändern. Momentan läuft ja Project Zero und wer hätte es gedacht, da ja dieses Video jetzt hier gerade an dem Tag kommt, wo Project Zero kommt. Ich komme momentan mit dem Aufnehmen nicht hinterher. Und momentan durch die Wärme weiß ich auch nicht, wie ich zum Aufnehmen komme. Ihr müsst zum Beispiel wissen, ich nehme das jetzt hier gerade am 15. Juli auf und weiß jetzt schon, dass die Folge am 19. nicht kommen wird. Und warum weiß ich das? Weil ich habe noch eine Folge, die ich überhaupt erstmal noch schneiden muss. Und durch die Wärme habe ich momentan auch überhaupt keine Lust aufzunehmen. Aber ich habe auch keine Lust, am Montag irgendwie dann noch eine Folge reinzuquetschen und die noch ganz schnell bis zum 19. zu schneiden. Deswegen kommt dieses Video hier. Weil ich mir dann dachte, okay, das hier setze ich mich hin, hier quatsche ich das, schneide das fix zusammen, das dauert nicht ganz so lange. Und dann ist das halt gut. So, und ich werde mich aber bemühen, dass dann die Folgen bis zum 24. weitergehen, dass ich nächste Woche, da soll es ja in Anführungszeichen minimal kühler werden, dass ich da dann ein paar Folgen aufnehmen kann. Sollte das nicht funktionieren, werde ich euch dann im Community-Tab dann darüber noch informieren. So, das dann erstmal dazu.
nach Project Zero, wenn das Projekt dann abgeschlossen ist, wie gesagt, ich werde da noch versuchen, alles beim Alten zu lassen, kommt das Let's Play White Day 2. Das ist ja in Episoden unterteilt und die erste Episode habe ich schon komplett aufgenommen. Die ist auch schon komplett geschnitten und die ist auch schon auf YouTube hochgeladen. Das bedeutet, auch da wird sich dann für euch nichts ändern. Es kommen 2 Folgen die Woche. So. Und dann könnte es sich allerdings ändern, weil mein Plan ist es jetzt, dass ich ein Let's Play im Kompletten erst aufnehme und schneide und es auch erst dann für euch veröffentlichen werde, damit ich diesen Druck nicht habe, so, es läuft ja momentan das Let's Play, ich habe aber keine Folgen mehr, toll, dann muss ich wieder eine Pause rein. Das finde ich doof. Dann mache ich lieber zwischen den Let's Plays eine längere Pause, wenn es dann sein muss. Und wenn alles fertig ist, lade ich das für euch hoch. Da werde ich mal gucken, wie ich das dann mache, ob ich 2 Folgen weiter in die Woche mache, eine halbe Stunde, oder ob ich sage, okay, es kommt nur eine Folge die Woche und dafür ist die dann aber eine Stunde. Ihr könnt mir gerne sagen, was euch potenziell lieber wäre, weil dann richte ich mich schon auch ein bisschen an die Wünsche der Leute, die das halt auch gucken. Ja, könnt ihr mir ja gerne reinschreiben. Wenn niemand bis hierhin geguckt hat, was mich nicht wundern würde, weil ich immer Laber-Rhabarber mache, dann entscheide ich das halt einfach selbst. Aber das jetzt zu sagen, macht dann auch keinen Sinn. Oh Mann, ey. Ja, egal. Auf jeden Fall ist das dann soweit erstmal der Plan. Also nach White Day Episode 1 kommen dann immer nur noch ein Horror-Let's Play, wenn es auch wirklich komplett aufgenommen ist. Das könnte also wirklich auch bedeuten, dass dann mal so 2 Monate kein Let's Play auf meinem Kanal kommt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, weil ich mache mir dann da auch keinen Stress, sondern ich werde immer nur dann aufnehmen, wie ich Lust und Laune habe. Ich werde auch vielleicht gucken, dass ich nicht so lange Spiele aufnehme. Also hier so wie Project Zero, das sind ja wirklich ziemlich lange Projekte. Und dann ist dann da vielleicht auch mal schneller ein Spiel fertig. Ich werde mal gucken, ich habe noch eigentlich genug kleinere Spiele, oder glaube ich zumindest, dass es kleinere Spiele sind. Dann könnte man davon so ein bisschen was bringen und dann mal schauen. Also White Day werde ich auf jeden Fall erstmal noch die weiteren Episoden spielen. Episode 2 ist ja jetzt schon draußen. Die werde ich nach Project Zero dann auch gleich in Angriff nehmen und dann werdet ihr sehen, wie schnell ihr sie dann bekommt. So viel dann dazu. Klar, für Leute, die hier regelmäßig reingucken, ist das dann vielleicht doof, aber ich denke mal, das ist ein besserer Kompromiss, als wenn ich also in einem Let's Play ständig Pausen einlege. Das ist Murks. Ja, also immer schön die Augen offen halten, aber ihr werdet auch immer über einen Community-Tab informiert, wenn ein Let's Play kurz vor der Veröffentlichung steht, sage ich es mal so. Und dann bringe ich ja jeden Freitag ein Dobby-Video. Auch das wird sich verändern. Und zwar wird halt nur dann ein Dobby-Video kommen, wenn ich gerade eine Idee oder so habe, dass ich was habe. Bis jetzt ging das immer noch so, aber es gab schon relativ häufig dann mal so Sachen, wo ich mir dachte, ich habe für Freitag noch kein Video, was könnte man dann machen? Ja, gut, dann lasse ich Dobby jetzt eine Nudel probieren und klar, finde ich es auch lustig, Dobby mal alles einmal probieren zu lassen, was er noch nicht gegessen hat. Aber ich möchte auch jetzt nicht unbedingt auf Krampf losrennen und dann irgendwas kaufen, nur weil der Hund das noch nicht gegessen hat. Und dann muss ich irgendwie zusehen, wie ich das hier in unseren Ernährungsplan noch mit reinkriege. Gut, im Fall von der Nudel ist das jetzt nun nicht unbedingt so schlimm und so schwer. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das heißt, es wird immer nur noch dann freitags ein Dobby-Video kommen, wenn es einfach was gibt, was sich zu zeigen lohnt. Es gibt noch ein paar Videos, die ich habe, wo er kleiner war, aber die müssen zum Beispiel anteilig geschnitten und auch erst durchgeguckt werden. Und je nachdem, was sich hier wie in unserem normalen Alltag ergibt, werde ich dann festhalten und dann kommt auch da ein Dobby-Short, aber dann auch nicht mehr regelmäßig. Das ist dann, ne, es kann sein, dass das mal, keine Ahnung, 6 Wochen regelmäßig ein Video kommt und dann kommt mal 2 Wochen keins. Ja, und da müsst ihr dann einfach gucken, wenn ihr Dobby-Videos mögt, einfach dann mal nachgucken, ob ein neues da ist. Ja, das ist natürlich für den Kanal doof, wenn hier keine regelmäßigen Videos mehr kommen und alles so Watchtime-mäßig und schieß mich tot. Aber ich habe ja schon ganz oft gesagt, ich hatte auch nie vor, mit dem Kanal hier irgendwie riesig groß zu werden und Kohle damit zu verdienen. Klar freue ich mich, wenn Leute hier sind, wenn Leute gucken und wenn der Kanal auch wächst. Aber es war nie meine Intention, hier irgendwie Geld zu verdienen. Und ja, wenn ich jetzt wählen muss zwischen den Hobbys Schreiben, weiterentwickeln und mich auf YouTube weiterzuentwickeln, dann muss ich halt sagen, ich möchte mich im Schreiben weiterentwickeln. Das ist für mich definitiv die obere Priorität. Und YouTube wirklich nur einfach so nebenher als so Kleinigkeit mitmachen. Und wenn es Leute schauen und sich daran erfreuen, dann ist es cool. Und wenn eben nicht, naja, dann halt eben nicht. Ja. Ich glaube mal, so nehme ich für mich ein bisschen Stress raus. Und die Leute, die doch gerne mal vorbeigeschaut haben, haben hier und da dann trotzdem immer mal noch Content so. Ich hoffe, das ist etwas, womit ihr leben könnt. Ja. Und das war's dann auch, ne? Jetzt habe ich euch 10 Minuten hier fast vollgelabert. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr
zugehört habt. Ich hoffe, ihr könnt mit meiner Entscheidung leben. Ich glaube, das ist, also ich glaube, das ist besser, als würde ich komplett aufhören. Das ist so mein Gedanke dabei. Ja, wenn ihr das natürlich komplett scheiße findet, dann ist das halt leider so. Es tut mir dann leid, aber ich musste das für mich eben abwägen. So, und damit jetzt aber auch wirklich, ich halte jetzt endlich meinen Sappel. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal in irgendeinem anderen Video. Macht es gut und habt einen wunderschönen Tag.